Um das Fahrwerk an deinem Motorrad selber einstellen zu können, egal ob als Hobbyfahrer oder auch als Profifahrer, ist es extrem wichtig, alles Notwendige immer sehr fein, sorgfältig zu dokumentieren. Das machen wir, wenn wir mit unseren eigenen Motorrädern auf der Rennstrecke rumfahren und was verbessern wollen. Das empfehle ich unseren Kunden. Die arbeiten mit uns zusammen anhand Dokumentation des Motorrad-Setting oder eben auch der ambitionierte Cup-Fahrer oder der Hobbyfahrer oder wie auch immer. Ist immer ganz wichtig zu dokumentieren, speziell auch von Rennstrecke zu Rennstrecke, weil nicht jede Rennstrecke ist gleich und nicht jede Rennstrecke hat die gleichen Ansprüche aufs Fahrwerk, aufs Motorrad. Und auch der Fahrer ändert sich im Laufe seiner Zeit. Er wird vielleicht schneller, er verbessert seine Bremsvorgänge, er bremst somit später und härter, fängt an, besser zu beschleunigen und so weiter. Das heißt, es ist immer Bedarf, ein Fahrwerk zu optimieren. Das ist einmal grundlegender Fall. Wir haben hier für euch ein kostenloses Track Setup Sheet. Das gibt es zum Download im Link unten in der Beschreibung. Vielleicht ladest du dir das Sheet erst einmal runter kostenlos und drückst dabei auf Pause. Ich rede in der Zwischenzeit weiter und lass das runter und schaust dir das mit mir zusammen einfach mal an. Und ich erkläre euch jetzt einmal, wie wir vorgehen und wie du vorgehen sollst, um quasi deine Fahrwerkseinstellung zu dokumentieren. Und vor allem übersetze ich auch das Sheet ein bisschen, weil das in Englisch ist und was es bedeutet und wie man da vorgeht. Also lad das mal runter. Wir sehen uns gleich wieder. Wenn du das Track Setup Sheet jetzt vor dir liegen hast, dann siehst du ganz oben ganz einfach Bike, Rider, Track, ist klar. Also welche Rennstrecke, welcher Fahrer, welches Motorrad. Dann haben wir rechts so die Main Data. Also Main Data, was habe ich denn für Fahrwerk überhaupt drin? Habe ich ja OEM-Fahrwerk, also sprich Standardfahrwerk, oder habe ich ja Öhlins TTX, Federbein, Schock ist das Federbein, Fork ist die Gabel. Habe ich ein OEM Gabel mit vielleicht einer Cartridge drin und so weiter. Das schreibe ich da rein. Das ist die Main Data, die ändert sich in der Regel auch nicht, bleibt auch in der Regel gleich über den Zeitraum, wo ich mit dem Motorrad quasi fahre. Auf der linken Seite, klar, Datum, Lufttemperatur, Tracktemperatur. Das ist etwas, was vernachlässigt wird und muss immer dokumentiert werden, weil die Lufttemperatur mit der Asphalttemperatur, die ändert sich stetig. So, dann habe ich grundsätzlich erst einmal meine Ausgangssituation. Deswegen heißt es auch Setting Data Shock before Start, Setting Data Fork before Start. Also sprich, was habe ich für eine Ausgangseinstellung? Ein Kunde von uns, der jetzt eine Setting List schon bekommt, was eingestellt ist, der übernimmt die natürlich eins zu eins, weil er klar sagt, okay, Federrate 95er, Federvorspannung 14 mm, also Spring ist quasi die Federrate, Preload ist die Federvorspannung, Length ist Länge des Federbeins, Setting ist zum Beispiel, wenn ihr das wisst, ist zum Beispiel von Öhlins, die geben Shim-Settings an und sagen, okay, C5 R5 oder C3 R7 oder wie auch immer, also C für Compression, R für Rebound. Das kann man da reinschreiben, wenn man das weiß. Es gibt auch sehr viele ambitionierte Fahrer, die sowas ändern können. Musst du nicht ändern, musst du auch nicht reinschreiben, wenn du es nicht weißt. Ist nicht zwingend erforderlich. Wichtig ist, dass die Möglichkeit besteht. Rebound, sprich die Zugstufe, Compression, eben die Druckstufe. Gear Ratio ist ganz, ganz entscheidender Faktor auch, ist die Übersetzung. Übersetzungsverhältnis, je nachdem, wie lang das denn die Kettenlänge wird, die Achslänge und so weiter, beeinflusst mein Motorrad im Fahrverhalten, weil ich den Hebel verändere. Das ist ein wichtiger Faktor, den man oft vergisst. Und manchmal, wenn man die Übersetzung ändert und feststellt, jetzt habe ich auf einmal ein fahrdynamisches Defizit, dann kann ich schauen, was habe ich geändert. Oh, ich habe die Übersetzung geändert. Oh, alles klar. Oh, vielleicht liegt es daran. Dann habe ich den Laden Sag und den Unladen Sag. Das ist im Endeffekt der Negativfederweg. Einmal mit mir drauf sitzen und einmal ohne mir drauf sitzend. So, das Ganze auf der Gabelseite, auf der rechten Seite, Spring, wieder die Federrate, Preload, Federvorspannung, Position. Position ist quasi, welchen Gabelüberstand hast du? Wo steckt die Gabel drin? Hast du einen 5 mm Überstand? Hast du 0 mm Überstand? 10 mm? Das kannst du da reinschreiben. Wieder Setting, Dämpfungssetting, C5, R7 von Öhlins zum Beispiel. Wenn du es nicht weißt, nicht schlimm. Rebound, Zugstufe, 18 Klicks meinetwegen. Wichtig, bei den Klicks, wer es nicht weiß, ich vergesse das, setze es oft voraus, ist falsch von mir. Bei der Dämpfung Klicks immer vom geschlossenen Zustand. Also du drehst erst nach rechts zu. Es gibt noch ein extra Video für sowas. Es kommt noch. Es kommt auch noch was Neues. Erzähle ich auch noch.
aber du immer vom geschlossenen Zustand. Du drehst den Uhrzeigersinn zu und dann zählst du auf, das sind die Klicks. Bei der Federvorspannung, also beim Preload, ist es andersrum. Da gehst du im Endeffekt von der geöffneten Situation in Richtung geschlossen. Obwohl du dem Preload, also die Federvorspannung, eigentlich einen Millimeter angibst. Und das ist immer die Differenz zwischen der ausgefederten Feder und der eingebauten Feder im Federbein. Zum Beispiel. So, Compression, Airspring. Was ist die Airspring? Airspring ist die Luftkammer. Ne? Luftkammer von der Gabel. Es gibt auch Leute, die ändern sowas. Es gibt auch zum Beispiel bei vielen Motorrädern gibt es keine härteren Federn, speziell bei älteren Bikes gibt es nur mit Umständen und Umwegen, wo man die Hülsen dann kürzt und verlängert oder sonst irgendwas, kann man das machen. Somit ist auch das Luftpolster entscheidend und wieder Negativfederweg mit mir und ohne mir. So, auf der rechten Seite, Tire Setting before Start. Mit welchem Reifen gehe ich raus? Ne? Was habe ich für Reifen? Was habe ich für, deswegen auch links oben in der Ecke Set 1, ja, das ist mein erster Reifen, mit dem ich rausgehe. So ist es im Motorsport. Dann habe ich einmal Compound, das ist die Mischung. Zum Beispiel SC1 Front, Rear, SC2 Brand. Was für Marke habe ich? In dem Fall Pirelli. Was habe ich für ein Pressure? Okay, Wunschpressure, also Wunschluftdruck wäre quasi 2,5 an der Vorderachse, 1,6 an der Hinterachse in Bar. Temperatur gemessen mit der Heizdecke. Okay, was habe ich an der Front? 85 Grad, an der Rear habe ich 100 Grad. Alles klar, so gehe ich mal raus. Das ist mal mein Setting before Start. Das ist einmal ganz, 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 ganz wichtig. So, dann fahre ich meinen ersten Turn, dann kommt die erste orange Spalte und da steht Stint 1, Back in Pit. Also, nach dem ersten Stint komme ich zurück in die Box. Was habe ich für Feeling? Grundlegendes Feeling. Ist es okay oder ist es eher, fühle ich mich scheiße oder fühle ich mich unwohl? Das schreibe ich da rein, einfach um das dann nachher wieder zurückzublicken und sagen, ah, erster Turn, ja stimmt, da war scheiße. Ne? Rundenzeit. Was habe ich für Rundenzeit? Was habe ich für Idealrundenzeit? Ist auch ein Thema. Wenn ich da einen großen Gap habe, dann sehe ich, okay, liegt es jetzt am Moped oder liegt es an mir? Wenn ich einen Gap zwischen Idealtime und Laptime habe, dann liegt es sowieso grundsätzlich mal vieles am Fahrer, weil dann theoretisch das Moped kann. Das ist für mich als Techniker ein entscheidender Faktor. Kann es grundsätzlich das Bike nicht oder kann es nur ich nicht? Oder kann es der Fahrer nicht? Ne? Dann die Temperaturen und Drücke, mit was komme ich rein? Ganz wichtig, zur Differenz mit dem, was ich rausgekommen bin. Also Front komme ich rein nur mit 68 Grad meinetwegen und bin aber mit 85 raus. Rear komme ich rein mit 92, komme aber mit, bin mit 100 raus und dann die Drücke dazu. Und dann kann ich schon mal angleichen, ah okay, wie bin ich denn beieinander? So, dynamische Problems, also Dynamic Problems. Brake Stability, ist okay, alles klar, passt. Bremsstabilität ist super, schreibe ich rein, okay. Corner Speed, wie ist der Corner Speed, also die Kurvengeschwindigkeit am Radius zu halten, meinetwegen am Stützgas, fühle ich mich wohl, fühle ich mich da schnell oder habe ich das Gefühl, ah, ich möchte eigentlich schneller fahren, aber ich kann nicht. Ne? So, was habe ich noch? Handling, wie ist denn das Handling so? Ja, könnte besser sein, ist das nicht ganz so schlecht, aber Medium, okay, schreibe ich rein. So, wie ist die Acceleration Stability? Also wie ist das Gefühl beim Beschleunigen? Ist bei mir zum Beispiel hier entschieden, ich habe Pumping Rear gehabt, also pumpendes Heck. So, und dann habe ich noch eine Description, eine Beschreibung darunter, was ist genau der Fall. Dann schreibe ich, okay, Pumping Rear ist ein Problem, da kann ich nicht beschleunigen, ich könnte schneller fahren, wenn ich nicht so ein pumpendes Heck habe. Alles klar. So, dann frage ich mich, Change Setting bevor es den tue. Ändere ich irgendwas, bevor ich das zweite Mal rausgehe? Schreibe, ja, klar, ändere ich was bitte. Und ja, was ist denn jetzt die Lufttemperatur vorm zweiten Stint und was ist die Asphalttemperatur? Schreibe ich wieder auf. Habe ich neuen Reifen jetzt drauf im zweiten Stint oder nicht? Lasse ich den alten nochmal drauf? Das ist ein entscheidender Faktor, weil ein Reifen eine große Rolle spielt. Also schreibe ich nach, Tire New, No, habe ich nicht. Okay, passt, aber Drecktemperatur hat sich geändert, ist jetzt höher, bla bla bla, schreibe ich rein. Okay, was habe ich verändert? Dann übernehme ich alle Daten von oben, außer das, was ich geändert habe. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel die Federbeinlänge von 315 auf 317 mm geändert, um mein pumpendes Heck zu verbessern und schreibe wiederum meine Temperaturen rein. So, dann gehe ich zum Beispiel her und sage, okay, ich habe vorne ein bisschen Temperaturabfall gehabt, habe auch dementsprechend Luftdruckabfall gehabt. Okay, dann gehe ich jetzt mit 2,6 Bar an der Front raus anstatt 2,5 und hoffe, dass ich dann dieses eine Zehntel auch höher reinkomme, weil ich vorher statt 85 Grad rausfahre mit 68 nur reingekommen bin, das protokolliere ich hier wieder schön fein säuberlich. So, Stint 2, Back in Pit, Feeling, oh,
much better, alles klar, Laptime hat sich eine Sekunde verbessert, der Gap zwischen der Idealtime und der Laptime ist auch kleiner geworden, Reifentemperatur an der Front ist dadurch höher geworden, weil ich jetzt einen höheren Speed gehabt habe, die Außentemperatur und die Asphalttemperatur ist gestiegen, somit habe ich das wieder protokolliert. Dynamic Problems, Brechstabilität ist weiterhin okay, Corner Speed ist weiterhin okay, Handling ist weiterhin medium, Acceleration Stability way better, okay, ich habe weniger Pumpen, beziehungsweise Description, Pumping is gone, now go to Handling. Im Handling war Medium, könnte besser sein, was mache ich jetzt und so weiter und so fort. Und so arbeite ich mich quasi von Turn zu Turn. Und dann speichere ich mir das ab, mache einen kleinen Ordner für Track Day Misano, 4. April 2023, 6. Mai Brünn 2023. Und dann weiß ich das nächste Jahr, hey, nächstes Jahr, das Jahr davor, da war ich doch im Brünn, da habe ich doch irgendwas gemacht, da habe ich doch keinen Grip gehabt. Das ist jetzt nicht die Anleitung dafür, was du machen sollst, damit das Fahrwerk besser wird, aber zumindest einmal, wie du es dokumentieren sollst. Weil wie man das letztendlich macht, welche Wege man geht, die sind natürlich hochkomplex. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, herauszufinden. Mit viel Probieren findet man auch viel raus, nichtsdestotrotz. Ihr wisst ja, wir machen so Fahrwerksseminare, wo ihr zu uns kommen könnt, und dann sprechen wir einen Tag über Fahrwerke am Motorrad, wie sich das verhält, fahrdynamische Defizite, bla bla bla. Und ja, ich bin jetzt aber allerdings dabei, das Ganze auch noch in was Handschriftliches umzufassen, in eine Art Ratgeberbuch, wie ich mein Motorrad und mein Fahrwerk am Motorrad auf der Rennstrecke einstelle oder eben auch auf der Straße, wie das Fahrwerk überhaupt funktioniert und was man machen kann, wenn man die und die Defizite hat. Das wird ein sehr, sehr umfangreicher Ratgeber. Der wird wahrscheinlich rauskommen im Frühjahr 2023. Jetzt über die Weihnachtszeit werden wir da auf jeden Fall viel weiterarbeiten. Wir müssen da viele Fotos noch machen und viele Diagramme vermessen und so weiter und auch viele Texte schreiben noch. Aber das ist einmal für euch kostenlos zum Download. Auch für alle Kunden von uns, für alle Kunden, die es noch gern werden möchten und auch für unsere Trackday-Teilnehmer, weil wir machen ja auf unseren Trackdays, Link in der Beschreibung, kostenlosen Fahrwerkservice. Und für einen kostenlosen Fahrwerkservice ist immer wichtig, Daten zu haben. Also sprich, wenn du bei unserem Trackday bist und schon mal das hier oben ausgefüllt hast, weil du schon mal abgeklickt und abgezählt hast und schon mal den ersten, zweiten, dritten Turn gefahren bist und diverse Probleme gehabt hast und ich dann zu dir komme in die Box oder ins Fahrerlager und sage, na, wie geht's dir? Dann sagst du, hier. Und dann lese ich nach und sage, okay, alles klar, mach mal dies oder jenes. Das ist natürlich damit, wo wir dann punkten können und können sagen, da können wir dir helfen, wenn ich weiß, was jetzt eingestellt ist, wenn ich weiß, was du für ein Problem hast, dann kann ich dir sagen, in welche Richtung das mal arbeiten. Und dann probierst du es, kommst du rein und sagst, so, jetzt war es besser und dann protokollieren wir das gemeinsam. Also bitte jeder, der bei unseren Trackdays dabei ist, downloaden, ausdrucken, gleich einmal 2-3 Stück mitnehmen auf die Trackdays oder schon mal jetzt im Winter die Zeit nutzen, ausfüllen, nachklicken, nachmessen, so gut wie es geht. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Und ansonsten, Motorsport ist Perfektion und Perfektion ist nicht nur das Fahren, sondern auch die Dokumentation und von dem her absolut hilfreicher Ratgeber, den wir euch nicht vorenthalten lassen. Da haben wir jetzt keinen negativen, dass wir das öffentlich zur Verfügung stellen. Im Gegenteil, ich denke, das hilft den einen oder anderen und uns tut es nicht weh. Von dem her viel Spaß damit, viel Spaß beim Messen, beim Klicken und beim Dokumentieren und vor allem beim Rausfinden. Also schreibt es gerne in die Kommentare, was davon haltet. Ob ihr Interesse habt an einem Fahrwerksratgeber, dann steigt die Motivation, noch ungefähr 230 Seiten zu schreiben von 300. Und schreibt es gerne in die Kommentare und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.